So, das war jetzt die letzte Herberge vor Santiago. Auf geht's nach Santiago de Compostela. Heute ist ein guter Tag. Ein guter Tag deswegen, weil der Wetterbericht keinen Regen vorhersagt. Und das ist ja schon mal was. Punkt 1. Punkt 2 ist noch 16 Kilometer bis nach Santiago. Punkt 3, ich habe geschlafen wie ein Gott. Ich fühle mich ausgeruht, gut gelaunt. Ich freue mich auf die letzten paar Kilometer, die ich ganz entspannt angehen werde. Mein Zimmer ist schon gebucht. Ich werde heute Abend ein Einzelzimmer haben, und zwar in einer Herberge, aber es ist ein Einzelzimmer. So. Das ist die morgendliche Pilgerschar um 7.53 Uhr. Allerdings hält die sich ziemlich in Grenzen. In der Herberge war mindestens die Hälfte der Plätze noch frei. Und in anderen Herbergen, denke ich, sah es genauso aus. Das heißt, also Hochsaison ist mit Sicherheit jetzt noch nicht. Die Herberge kostet im Juli, August und in der ersten Hälfte des Septembers auch mehr als zu allen anderen Zeiten. Das heißt, Juli, August, September sollte man, glaube ich, echt meiden. Nicht nur, weil es sau heiß ist, sondern weil die Herbergen echt überlaufen sind. Das kann natürlich zum Problem werden, wenn man einen langen Wandertag hat. Man nicht reserviert, dann steht man möglicherweise vor verschlossenen Türen und darf sich unter die Brücke legen. Ich freue mich auf diesen Tag, ich freue mich auf eine kurze Wanderstrecke, 16 Kilometer. Ich freue mich auf den Einlauf in Santiago, ich freue mich auf die Kathedrale. So langsam hat man das Gefühl, man kommt am Ende der Reise an, obwohl das gar nicht stimmt, es geht dann noch weiter. Oh, es ist ein schöner Tag heute und den werde ich echt genießen. Monte Dugoso ist der Berg der Freude. Und vom Berg der Freude hat der Pilger den ersten Ausblick auf sein Ziel, die Stadt Santiago de Compostela und auf die Kathedrale. Das ist ein sagenhaftes Monument. Ringsherum ist die komplette Pilgerinfrastruktur aufgebaut, die man so braucht. Und tatsächlich, dort hinten ist Santiago. Und dieses Monument ist schon beeindruckend. Wenn ich mich recht erinnere, war der Papst nämlich mal hier. Würde ich auch so auf dem Bild hier vorne deuten, auf dem Relief. Genau. Und da steht's auch. Aber eine hochwertigen Edelstahlscheiben ist nicht auszusehen. Da müssen wir Küchenbauer noch mal ran. Santiago. Schön. Thank you.
Ich glaube, ich bin da. Ein denkwürdiger Augenblick für mich. Über 800 Kilometer von Saint-Jean-Pied durch ganz Nordspanien bis nach Santiago de Compostela. Alles zu Fuß, kein einziger Meter mit dem Taxi oder mit dem Bus. Und ja, hier ist das Ziel, die Kathedrale. Heute leider komplett verhüllt, aber das tut der Freude echt keinen Abbruch. Boah, ich bin stolz und ich bin happy. Das ist unfassbar. Das ist genau die Perspektive, die man auf allen Videos sieht und bei YouTube und auf irgendwelchen Kanälen und in Foren. Und ja, jetzt stehe ich hier und freue mich. Und sogar die Sonne scheint und meint das gut mit mir. Ey, ist das klasse. Schön. Okay.